Wir geben grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstaat erhaltet ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob Bienenstöcke für den Schulhof, ein Trinkwasserspender für euren Verein oder kreative Ideen zur Abfallvermeidung in eurem Veedel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstaat dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde bis Mitte November ein unter www.rheinstaat.org. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Golroch Esmaili und ich bin Daniela Tepper und wir beide stehen im Grünen, in der Sonne. Nein, gar nicht wahr, wir stehen unter einem Sonnenschirm. Zum Glück. Gott sei Dank, denn es ist echt heiß und wir sind nicht alleine, wir beiden, sondern wir haben die Jutta Kalf dabei. Hallo. Hallo Jutta. Jutta Kalf, ja wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast in der Hochsaison der Imkerei eigentlich. Genau, ja. Das ist unser Thema heute. Genau das. Imkern in der Stadt und auf dem Land und dafür konnten wir dich gewinnen und sind sehr dankbar. Du beantwortest uns heute ein paar Fragen. Ja, sehr gerne. Genau und dafür sind wir hier auf der Bienenweide. Ja, und zwar im schönen Rösrath-Hoffnungstal oder ist es ohne Rösrath? Ist ohne Rösrath. Nein, ne? Hoffnungstal gehört formell zu Rösrath, aber die Hoffnungstaler sind natürlich sehr stolz auf ihr eigenes Hoffnungstal und bezeichnen sich auch als, ja, als Hoffnungstaler gehört, aber stadtmäßig eigentlich zu der Stadt Rösrath. Okay. Und wir befinden uns jetzt hier gerade quasi eigentlich mitten in Hoffnungstal, ganz weit oben auf dem Berg, auf dem Hofer Berg sozusagen. Und hier oben ist es sehr, sehr ländlich und hat auch eine kleine dörfliche Struktur. Und die Leute, die hier oben leben, sagen eben auch, das ist die Hofe. Und die das Hofe. Ist ein Bienentraum, ehrlich gesagt, weil es ist, ja, also grün ist ja erstmal nicht so. Man denkt ja, es muss vor allen Dingen blühen. Ja, ne? Richtig. Damit Bienen auch ihr Futter sammeln genau. können. Und vielleicht beschreibst du einfach mal so ein bisschen die Umgebung. Was blüht und grünt denn hier, was gut ist für Bienen? Genau, also hier oben, da wir ja im eher ländlichen Bereich sind, wir haben hier Wälder, wir haben hier, also wir sind umgeben von Mischwäldern. Dann haben wir hier direkt vor unseren Augen eine Obstbaumplantage. Also das ist eine schöne Obstbaumplantage. Hier sind halt Apfelbäume, Birnen, Quitten, Kirschen, alles Mögliche. Und rundherum gibt es Kastanien, die sind sehr, sehr wichtig, aber schon leider lange verblüht in der Zeit, als es ganz kalt war. Da konnten die Bienen leider nicht so viel holen, weil es da einfach zu kalt und zu nass war. Aber Kastanienbäume sind immer gut. Ganz wichtige Bäume hier auch in der Gegend sind Ahorn, also Ahorn. Und dann haben die Leute in ihren Gärten tolle Bäume, wie zum Beispiel Felsenbirnen haben wir hier. Dann gibt es hier Tulpenbäume in der Gegend und das sind so die großen Baumtrachten sind immer sehr interessant für Honigbienen. Für Wildbienen sind eigentlich eher so die Gehölze. So jetzt im Moment blühen hier gerade die Rosen, die ganzen Wildrosen. Da profitieren alle Insekten von, aber von den großen Baumtrachten auch. Aber Honigbienen haben ein ganz besonderes Sammelverhalten. Die sammeln immer auf Masse. Und Wildbienen, die ganzen Wildbienenarten, die befliegen wirklich alle einzelnen unterschiedlichen Pflanzenarten. Du bist ja Imkerin. Ja. Und das schon sehr lange, ne? Jetzt. 11 Jahre. Wie kam das denn, dass du dich hier, weil ich glaube, du kommst aus dem Norden, ja. bist hier nach Köln gezogen, hast genau, du gerade erzählt. Genau, aus beruflichen Gründen sind wir hier gelandet. Und ja, wir sind hier gelandet aus beruflichen Gründen. Mein Mann, der hatte damals eine Anstellung im Römisch-Germanischen Museum als Restaurator. Wir sind beide eigentlich Restauratoren. Und ich habe aber zwei wunderbare Kinder und die sind jetzt auch schon ein bisschen größer. Und damals, als wir hierher gekommen sind, waren die noch klein. Und dann war ich halt mit dem Jüngsten, war ich dann immer mit dem Kinderwagen unterwegs und bei uns, ich wohne in Forsbach, das gehört auch zur Stadt Rösrath, ist aber quasi ein Berg, ein Dorf weiter sozusagen, bin ich immer mit dem Jüngsten, bin ich immer spazieren gegangen mit dem Kinderwagen und bin an einem Haus vorbeigekommen, was einer Künstlerin, einer wirklich tollen deutschen Künstlerin gehört, nämlich Mary Bauermeister. Und damals stand dort ein älterer Herr vor der Tür und hatte den Kofferraumdeckel auf und war umflogen von Bienen. Und dann bin ich stehen geblieben und war völlig fasziniert. Und dann
lachte er und sagte, ja, möchten Sie mal mitkommen und gucken? Und dann hat er mich halt mit in den Garten von Mary Bauermeister genommen, wo seine Bienen standen, und da war es dann um mich geschehen. Seitdem große Liebe zwischen dir und den Wildbienen, den Honigbienen. Ja, aber den Wildbienen auch, also weil ich baue halt auch Wildbienenhotels. Und Wildbienen sind wunderschön und eigentlich liegen mir alle Insekten am Herzen. Also Schmetterlinge, Falter sind für mich genauso faszinierend in ihrer Lebensform, in ihrer Lebensart. Und das ist einfach ein Kosmos für sich, der ganz, ganz spannend ist. Zu Wildbienen können wir ja später auch nochmal mehr sagen, denn da kann man tatsächlich so als Laie mehr falsch als richtig machen. Ja, leider. Um das schon mal vorab zu nehmen. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz hier an der Hofe und bei deinen Honigbienen. Wie viele Völker stehen jetzt hier von dir? Also jetzt derzeit sind es gerade, Moment, lass mich mal eben zählen, 10, 12, 14, 16. Also hier stehen jetzt gerade 16. Und wie viele sind da jeweils drin? Wie viele Bienen? Also pro Volk, also ein voll entwickeltes Bienenvolk ist eigentlich wie ein ganzer Organismus, ein Wesen. Und ein voll entwickeltes Bienenvolk im Sommer ist ungefähr 40.000, 50.000 Damen und Herren stark. Genau. Aber die Herren haben ja nur eine Gastrolle. Ja, die Herren, die haben eine recht kurze Gastrolle, muss man leider sagen. Also die Drohnen, die männlichen Bienen, die haben wirklich nur eine einzige Lebensaufgabe, nämlich eine junge Königin zu begatten. Sprich, also die quasi Sex mit einer jungen Königin zu haben. Und bei diesem Akt sterben sie leider auch. Und die Natur hat es einfach so eingerichtet, die jungen Königinnen, die paaren sich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Drohnen, und so ist der Genpool, den die Königin denn als Sperma in sich trägt, ein ganz, ganz vielschichtiger, vielseitiger Pool sozusagen. Das hat die Natur so eingerichtet, damit es keinen Inzest gibt. So, und wenn diese Zeit der Vermehrung, das ist im Sommer, wenn alles blüht und viel Tracht da ist, viel Nahrung gesammelt werden kann, ist auch Fortpflanzungszeit bei Bienen. Und wenn diese Zeit vorbei ist, das ist im späten Sommer, so Juli, August, dann werden die Herren leider vor die Tür gesetzt, die werden nicht mehr gefüttert und dann sterben sie. Oh ja, spätestens dann, wenn sie nicht beim Akt sterben. Ja, genau, spätestens dann, wenn sie nicht beim eigentlichen Geschlechtsakt sterben. Ich werde im nächsten Leben Bienenkönigin, habe ich schon vor längerer Zeit beschlossen. Ich finde das großartig, denn man muss nur ganz kurz einschieben, Jutta und ich, wir kennen uns schon ein kleines bisschen länger, denn wir haben auch ein Podcast-Projekt zusammen eine Zeit lang betrieben, und ich habe total viel von Jutta lernen dürfen über Bienen, und diese Geschichte mit den Drohnen und der Bienenkönigin, die kannte ich, und die hat sich bei mir einfach so im Hinterkopf festgesetzt, dass ich mir denke so, boah, so eine Königin, das ist schon herzlos. Die wird umsorgt und das, ja, obwohl danach ist ja eigentlich auch doof. Die muss ja nur noch Eier legen und. Ja, also ihre einzige, die Königin hat wirklich nur eine einzige Aufgabe. Sie ist quasi die Gebärmutter. Also sie trägt die komplette Genetik in sich, die sie weitergibt und die sie quasi zum Leben erweckt durch ihre Eiablage. Erkennt man die Königin? Ja. 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 Und ist die größer? Ja, die Königin ist größer. Sie hat braunere Beine als die anderen. Mhm. Sie hat eine besondere Figur. Sie hat einen sehr kräftigen, lang gezogenen Hinterleib, weil sie eben ihre Samen, also sie hat quasi eine Samenblase, trägt sie in sich. Ein Samenschlauch, den sie eben bei dieser Begattung oder beim Hochzeitsflug, sagen wir, wenn sie sich mit mehreren Drohnen paart, sammelt sie in dieser Samenblase wirklich Samen, also Spermagut für 3-4 Jahre. Das reicht für 3-4 Jahre aus. Wow. Ja, und also eine natürlich lebende Bienenkönigin, eine Honigbienenkönigin wird auch so 3-4 Jahre alt. Und die anderen Bienen müssen ja leider viel früher sterben. Die werden nicht alt, ne? Genau, also die Sommerbiene, dadurch, dass im Sommer viel Arbeit ist, weil eben Nektar eingelagert werden muss, weil Brut versorgt werden muss, diese Bienen, die haben ein kurzes Leben, die werden so ungefähr 30 Tage alt. Mhm. Und dann kommt aber nachher im Spätsommer ein Wechsel, dann werden Winterbienen ausgebrütet, weil im Winter geht es nur noch darum, also ein Volk, was im Sommer 40, 50.000 Bienen stark ist, ist nachher im Winter ungefähr 7 bis 5.000 Bienen stark. Und die bilden eine Traube um die Königin, weil die Königin ist quasi, wenn man jetzt wirklich wie ein Organismus, wenn man sie wie ein Organismus sehen würde,
die Bienen, dann wäre die Königin die Gebärmutter und die muss warm gehalten werden. Und in dieser Bienentraube im Winter sind 5.000 bis 7.000 Bienen, die diese Bienenkönigin warm halten, damit sie halt nicht stirbt oder damit ihre Eier und das Sperma in ihr nicht kaputt geht. Und das ist der Grund, warum die Winterbiene so alt wird, weil die Bienen dann monatelang nicht aus dem Stock können oder aus ihrem Nest raus können und die Königin warm halten müssen, haben die halt eine Lebensdauer von 5 Monaten ungefähr. Also eine Winterbiene wird ungefähr 5 Monate alt. Und was noch dazu kommt, die Bienenkönigin, die legt ja die Eier. Und wenn die befruchtet sind, dann werden es weibliche Bienen. Ja, und wenn sie nicht befruchtet sind, werden es männliche Bienen. Ne? Genau. Hab ich doch, also Drohnen. Habe ich richtig verstanden. Ist das 50-50 oder? Nee, das ist nicht 50-50. Also wenn man die wirklich so bauen lässt in der Kiste, also wenn man Bienen in Kisten hält und man lässt sie ihren eigenen Wabenbau machen, dann kann man sehen, dass der Drohnenanteil im Volk ungefähr 20-30% ist. So, also es werden einfach mehr Arbeiterinnen gebraucht, weil viel Arbeit da ist. Also was mich die ganze Zeit schon interessiert ist, du sprichst von einem eigenen Organismus. Ja. Verhält sich denn jedes Bienenvolk auch anders? Ja. 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 Jedes Bienenvolk hat einen eigenen Charakter. Also das lernt man kennen mit den Jahren. Also ein Anfänger kann sowas noch nicht so ganz erkennen oder erfühlen, aber das erspürt man. Also es gibt Völker, die sind hektisch, dann gibt es Völker, die sind eher ein bisschen gemütlich, dann gibt es Völker, die sind total fleißig und sammeln ganz, ganz viel Nektar und dann gibt es welche, die brauchen, also die sind eher so lazy unterwegs. Verrückt. Und das ja, ist wirklich wie wir die Menschen. Ja. Darum sagt man in der Imkerei eben auch, ein Bienenvolk ist der Bienen. Das ist ein Wesen. Alle da drinnen sind ein Wesen. Also ich finde ja, wir können von Bienenvölkern eine Menge lernen, was Gemeinschaft angeht. Ja. Denn es geht im Prinzip geht es immer, egal was getan wird, egal welche Rolle besetzt wird, es geht immer um diese Gemeinschaft. Und Richtig. Es geht nie um das einzelne Individuum. Genau. Wir hören im Hintergrund übrigens immer mal wieder den Hahn krähen. Das ja. heißt, wir sind hier wirklich richtig toll auf dem Land. Das ist potenziell natürlich ein Bienenparadies. Wenn ich jetzt sage, Mensch, Imkern hat mich schon immer interessiert und ich habe eine hübsche Stadtwohnung mit einer Dachterrasse. Ist das eine gute Idee, Jutta? Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich kann total gut verstehen, wenn Menschen in der Stadt auch Bienen haben wollen. Und witzig ist das gar nicht. Paradoxerweise muss man sogar erkennen, dass in den Städten mittlerweile mehr Honig geerntet wird als auf dem Land. Das liegt einfach daran, dass in den Städten die Leute, die haben viele Balkone, die Leute haben Schrebergärten, es gibt alte Parkanlagen mit wunderschönen alten Baumbeständen. Und in der Landschaft oder in der Landwirtschaft ist es ja leider so, dass durch den Umschwung in der Landwirtschaft, also in der Technik der Landwirtschaft, alles immer größer wird. Die Maschinen werden größer, die Landflächen werden größer und die Landschaften werden eben immer ausgeräumter. Es kommen immer härtere Pestizide zum Einsatz. Und das sind Problematiken hier auf dem Land, die echt ernst zu nehmen sind. Darum, ich kann Stadtleute total gut verstehen, wenn sie imkern wollen. Aber in der Stadt gibt es natürlich auch Problematiken. Also wenn Bienenvölker zum Beispiel schwärmen, das ist ja ihre natürliche Fortpflanzung, eben schwärmen. Beim Schwärmen wird die alte Königin mit einem großen Teil der Bienen das Nest verlassen. Und im Nest bleiben junge Königinnen, die schlüpfen. Ganz viel Brut, ganz viel Futter, Eier und weitere Bienen, die sich dann eben quasi einen neuen Organismus bilden. Mhm. Also es wird ein neuer Organismus. Das Volk teilt sich quasi. Das ne? Volk teilt sich. Und also meine Bienen, die dürfen schwärmen, weil Schwärmen einfach das Beste für die ist. Da kommen die besten Königinnen bei raus, weil ich nicht eingreife. Die entscheiden, wer Königin wird, nicht ich. Mhm. Ne, weil imkerliche Eingriffe haben ganz oft eben auch, dass eben der Mensch entscheidet, wer Königin werden soll. Und das ist nicht richtig. Und das Problem ist eben, Schwärme in einer Großstadt sind immer problematisch. Ne, weil die Schwärme, die hängen dann an Fahrrädern. Ganze Straßenzüge müssen gesperrt werden und das ist eben, also ich glaube, dass das eine große Problematik ist. Ja, die finden ja vor allen Dingen auch
Also hier hätten sie ja unter Umständen noch potenziell die Möglichkeit, ein eigenes Zuhause sich zu suchen. Ja. Das ist natürlich in der Stadt schwierig. Also in einem Fahrradkorb wird sich kein Bienenvolk versammeln. Nee, also die, wenn so ein Bienenvolk auszieht, die schwärmen quasi aus dem Nest und im Umkreis von ungefähr 200 Metern hängen die sich erstmal auf als Traube. Und von da aus suchen sogenannte Scout-Bienen, suchen quasi ein neues Nest, eine neue Höhle. Und in den Städten ist es dann oft so, da es gibt wohl einige Bäume, wo auch wildlebende Honigbienenvölker drinnen leben. Und vor allen Dingen auch Häuser. Also die ziehen sehr oft eben auch in Häuser ein, in Häuserdächer. Und wenn die Eigentümer das nicht haben wollen, dann haben die natürlich dann kein neues Zuhause. Mhm. Ich meine, nun gibt es sie ja mal in der Stadt, ne? Ja. Also das lässt sich ja, genau, irgendwie nicht schönreden. Ja. Mir fällt auf, dass bei uns vor der Straße oder auf der Straße oft so Bienen ganz schwach auf der Straße liegen und irgendwie so mit letzter Kraft sich irgendwie da so entlanghangeln und so. Und ich habe irgendwie mal gelesen, dass man denen Zuckerwasser geben soll. Stimmt das oder ist das nicht gut oder was können wir da machen? Weil dann stehe ich mit meinen Kindern da und alle sind so, wir müssen die Biene retten und wir wissen gar nicht genau. Also dieses Phänomen, dass Bienen oder auch ganz besonders Hummeln, dass die sich quasi totfliegen, ist leider Gottes wirklich eine Entwicklung oder eine Erscheinung, die immer wieder auftritt. Also gerade in Städten dann? Ja, in Städten fällt es natürlich viel mehr auf, weil man hat asphaltierte Böden. Wenn man hat asphaltierte Böden und da fallen die toten Bienen natürlich wesentlich mehr auf als jetzt im Gras. Da siehst du sie nicht. Ne? Das liegt daran, dass wenn zum Beispiel, also eine Pflanze, die Nektar produziert, wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann steigt der Nektar im Nektarium nicht nach oben. Das heißt, die Insekten kommen an den Nektar nicht heran. Wenn es zu kalt ist oder wenn die Pflanze oder der Baum zu wenig Wasser hat. Das kann man ganz häufig in der Stadt zum Beispiel auch bei Linden sehen. Also wenn die Linde ist ja ein super guter Trachtbaum für alle Insektenarten. Aber wenn die Linde nicht genügend Wasser bekommt, die braucht wirklich viel Wasser, dann wird als erstes die Nektarproduktion eingestellt. Das machen die Pflanzen so. Also Bäume gießen. Ja, auf jeden Fall. In der Stadt. Ganz besonders in der Stadt. Also alle Leute, die in der Stadt leben, ich bitte euch so sehr, passt auf die Pflanzen in eurer Stadt wirklich auf, weil in der Stadt ist es immer 2-3 Grad wärmer. Und dann sind die Böden durch die Straßen und Gehwege und Häuser und so, sind die Böden stark versiegelt und speichern unglaublich viel Wärme. Und dann verdunstet natürlich auch wahnsinnig viel Wasser. Und das führt eben dazu, dass gerade Bäume, so Alleebäume oder so, die haben wirklich Not. Und bitte schnappt euch einfach eine Gießkanne oder einen Kanister und gießt die jeden Abend oder früh morgens, wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid oder mit eurem Fahrrad, da tut ihr echt was Gutes. Also da tut ihr mehr mit, als wenn ihr jetzt zum Beispiel einem Aufruf folgt, wie jetzt gerade kürzlich gab es die Höhle der Löwen, so eine Pro7-Sendung ist das, glaube ich. Und da waren zwei junge Kerle, die haben die Easy Bee-Box vorgestellt. Und die Easy Bee-Box ist eine Kiste, die sie entwickelt haben, wo quasi behandlungsfrei ein Bienenvolk drinne gehalten werden kann. Diesem Volk kann auch Honig entnommen werden. Und das soll ein so leichtes Prinzip sein, dass jeder imkern kann. Das halte ich für eine ganz gefährliche Geschichte, denn Imkerei ist ein Handwerk, was erlernt werden muss. Also es gibt Imkermeister, die haben eine Ausbildung gemacht. Es gibt auch viele Anfängerkurse, wo eben die Grundlagen der Imkerei vermittelt werden. Aber sich ein Bienenvolk zu halten, einfach so in einer Kiste, das ist ja ein unnatürlicher Lebensraum. Ne? Also die Kiste ist ein unnatürlicher Lebensraum mit klimatischen Problematiken, Krankheitsbildern, die dort auftreten, weil eben Schimmel in der Kiste entsteht. Und wenn man keine Ausbildung dafür hat und gar keine Ahnung, dann quält man die Bienen eher, als dass man sie rettet. Weil das wird dann gerne auch verkauft. Easy Bee Box, ja, macht euren eigenen Honig und rettet damit die Welt. Das ist totaler Quatsch. Wenn man schon nicht also eine vernünftige Form der Honigbienenhaltung, empfehlen kann,
für Menschen, die keine Ahnung haben, ne, um das mal länger zu formulieren, dann könnte man ja vielleicht was für Wildbienen tun. Da gehe ich dann in den Baumarkt und kaufe mir ein Insektenhotel. Was hältst du von dieser Idee, liebe Jutta? Uiuiui, ja, also in den Baumärkten oder auch im Internet findet man, ja, alleine schon der Name Insektenhotel ist ja eigentlich schon mal ganz, ganz verkehrt. Aber für das, was man als Bau sieht, ist es der richtige Begriff. Denn oft sieht man Kisten, da sind dann mehrere Fächer. Da sind dann zum Beispiel in dem einen Fach sind dann Bambusröhren für Wildbienen. Im nächsten Fach sind dann Zapfen für irgendwelche Spinnen und Ohrenkneifertiere oder sowas. Und andere, ja, Stroh und für Marienkäfer. Das ist der Begriff Insektenhotel. Da vereint man zum Teil Arten, die sich gegenseitig fressen. Also zum Beispiel in einem Fach, wo Zapfen leben, da leben Spinnen drinne und auch Ohrenpinscher, hier Ohrenkneifer, und die wiederum ernähren sich gerne von den Larven der Wildbienen. Wieso wird denn sowas verkauft? Ja, das ist ja eine Katastrophe. Weil es schick aussieht. Nein, ja, ich bin total entsetzt. Ja. Ich werde jetzt gleich sofort mein Bienen-Insektenhotel abbauen. Also was ich finde, was ich so schlimm finde, ist, dass das eben kaum einer weiß. Also viele Leute wissen das einfach gar nicht. Also ich wusste das. Ihr habt noch nie was davon gehört. Ja. Noch nie. Und es wird verkauft, weil natürlich eben auch immer appelliert wird an die Menschen, helft den Bienen. Das ist auch richtig. Ein Appell an die Menschheit muss weiter ganz laut stattfinden. Helft den Bienen, aber nicht auf diese Art und Weise. Also wenn man zum Beispiel sich für Wildbienen entscheidet, man möchte Wildbienen helfen, dann muss man auch ein Wildbienenhotel haben. Ne? Das sieht idealerweise wie aus? Also die meisten Wildbienenarten sind solitär lebend. Das heißt, die bilden keine großen Völker, die leben alleine und die nisten zum Beispiel immer gerne in Röhren. Die legen in den Röhren, in langen Röhren, wie zum Beispiel Schilfgras hat lange Röhren oder Bambus. Da muss man dem Bambus mal was Gutes abgewinnen, obwohl er ja gar nicht europäisch ist und sich hier auch ganz furchtbar ausbreitet. Aber wenn man ihn abschneidet, hat er eine gute Aufgabe, weil man damit nämlich prima Wildbienenhotels bauen kann. Nimmt man halt Bambusröhren und bei den Wildbienenhotels oder Insektenhotels, die oft verkauft werden, sind diese Röhrenlängen gar nicht lang genug. Das kommt noch dazu. Mhm. Eine optimale Röhrenlänge wäre 10 Zentimeter und mehr. Und da legen die Wildbienenweibchen, die legen denn dort Kammern rein und legen jeweils in eine Kammer ein Ei und ganz viel Futter und mörteln das zu und bauen die nächste Kammer. Und so können die denn in solchen Stäben ganz viele Kammern hintereinander ausbauen. Und über 365 Tage verpuppen sich dort drin diese Wildbieneneier. Die verpuppen sich dort und im nächsten Jahr schlüpft quasi die neue Generation. Also das wäre ja eine Sache, die ich dann mit meinen Kindern machen könnte. Ja, ne? Auf jeden Fall, das macht Spaß. Ja, das hört sich super an. Kinder lieben das. Und vor allen Dingen sinnvoll, ne? Ja. Und auch artgerecht dann. Ne? Das ist auf jeden Fall wesentlich artgerechter als jeder Quatsch, den man irgendwie im Baumarkt da kaufen kann. Also was man, wenn man denn schon so ein Ding hat, dann gebe ich euch den Tipp, reißt dieses Fach mit den Zapfen, reißt das raus und stopft dort Bambusröhren rein. Ne? Also diese ganzen Fächer, die müssen einfach mit Röhren bestopft werden. Dann hat man eben auch wirklich dann ein Wildbienenhotel und nicht so ein Kannibalen. Eine Kannibalenstadt. Ne? Und das Tolle ist, Jutta hat, als wir uns kennenlernten, gesagt, ich habe mir irgendwann gesagt, in Anlehnung an Trump, let's build a wall. Ja, weil sie nämlich eine Wildbienenwand baut. Ja. Was nimmst du für Steine? Wie heißen die nochmal? Das sind so Hohlkammerziegel. Die heißen Porotonsteine oder Unipor. Die gibt's, also die sind wirklich ganz, ganz günstig. Das sind so rote Tonsteine mit ganz, ganz vielen Löchern. Und die kriegt man, also im Baumarkt gibt es die nicht, aber im Baufachhandel kann man die kaufen. Und dann sind diese Öffnungen, diese Löcher, die sind manchmal so ein bisschen grob, das kommt vom Brand. Also es wird ja, ist ja eine Masse, die wird so gepresst in so Form und dann wird das gebrannt. Und diese Öffnungen, die sind so ein bisschen unruhig und auch scharfkantig. Dann nimmt man sich halt irgendwie einen Schraubenzieher und rührt da drinnen so rum und macht damit Kindern die Wände glatt. Super viel Spaß. Genau, das und dann macht man die Wände glatt. Super gerne. Und dann stopft man Bambusstäbe rein. Und dann ist aber ganz wichtig, dass man die Rückwand zumacht. Mhm. Weil Wildbienen mögen keine zugigen Röhren. Die wollen, dass hinten was
eine Wand ist. Also mit Wachs zum Beispiel? Wachs geht super, ja. Lehm geht toll. Mhm. Lehmputz kann man da drauf schmieren, das geht ganz, ganz super. Mhm. Knete kann man auch nehmen. Ja. Und dann sonnig hinstellen, ne? Am besten, also ja, die mögen gerne Morgensonne, Morgen- und Vormittagssonne. Und wichtig ist auch, dass die trocken stehen. Also wenn man so ein Wildbienenhotel im Nassen aufhängt, oder wenn die vollkommen beregnet werden die ganze Zeit, dann wird der Mörtel, also diese vermörtelten Kammern, da zieht die Feuchtigkeit rein und dann kann die Brut sterben, weil das Futter dann anfängt zu faulen. Darum ist es wichtig, dass man das überdacht. Mhm. Ne? Was aber noch am allerwichtigsten ist, das ist nämlich der große Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen. Die Honigbienen, die sammeln im Umkreis von 3 Kilometer, sammeln die Nahrung. Also die sind Weitflieger. Und die meisten Wildbienenarten, die sammeln im Umkreis von 50 bis 200 Meter. Ihr müsst also für Nahrungsquellen sorgen, ne? Denn wenn man so ein Wildbienenhotel irgendwo, was weiß ich, in irgendein Industriegebiet aufhängt und in dem Industriegebiet ist aber keine Nahrung, wird es dort nicht funktionieren. Also wichtig ist dann einfach, dass ihr auch für Nahrung sorgt. Mhm. Frühblüher sind auch wichtig, weil die schlüpfen ja relativ früh dann, ne? Ja, also praktisch ist, wenn man weiß, wann der Schlupf anfängt, also die Mauerbienen zum Beispiel, die schlüpfen ab so Ende März ungefähr, Anfang April. Mhm. Verschiebt sich jedes Jahr immer so ein bisschen weiter. Mhm. Also man merkt auch den Klimawandel dahingehend, dass der Schlupf von Insekten sich teilweise nicht mehr mit der Blütezeit der Pflanzen übereinstimmt. Also das verschiebt sich. Das wird auch ein Zukunftsproblem werden. Vielleicht sogar ein wirklich sehr, sehr großes. Mhm. Aber was man machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt für Mauerbienen, wenn man weiß, okay, Ende März, Anfang April geht's los, dann nimmt man sich das Auto oder das Fahrrad, fährt sofort in die Top-Gärtnerei des Vertrauens, stellt sich in der Mittagssonne einfach mal 10 Minuten an die Pflanzen und guckt, wer beflogen wird. Und das wird eingepackt. Gute Idee. Das Tollste übrigens an Wildbienen ist, also kann man sich super auf den Balkon stellen, so ein Wildbienenhotel, weil sie stechen nicht. So. Ja. Wildbienen stechen nicht. Nein, die haben keinen Stachel. Doch, die haben einen sehr, sehr, der ist so winzig, der Stachel. Also der ist komplett degeneriert. Das liegt daran, dass sie keinen Staat zu verteidigen haben. Ah. Die Honigbienen, die müssen ja einen Staat verteidigen. Die müssen riesen Futtervorräte verteidigen. Und das ist der Grund, warum die einen ausgesprochen tollen Stachel haben mit Widerhaken und all so ein Kram, ne? Und bei den solitär lebenden Wildbienenarten, der ist so degeneriert. Also ich bin mal einmal wirklich von einer Wildbiene gestochen worden, weil ich sie halt gefangen habe und sie so ein bisschen gedrückt habe, aber das habe ich fast gar nicht gemerkt. Ne? Wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen Wildbienen und Bienen? Honigbienen. Honigbienen, genau. Also die Honigbiene ist nicht gelb-schwarz wie bei Biene Maya. Nein? Nein. Was ich heute alles lerne. Ja, bei Biene Maya sind ja die Honigbienen, da sind die ja gelb-schwarz. So, und von der Figur sehen sie eigentlich auch eher aus wie Hummeln. So, gelb-schwarz sind die Wespen und und dick und flauschig sind die Hummeln. Dick und flauschig sind die Hummeln. Wer sind also die bei Biene Maya? Das sind die Wummeln. Das sind dann sozusagen die Wummeln. Nee, die Honigbiene ist klassischerweise ist die orangefarben und braun. Und haarig, ne? Ja, sie hat ein Fellkleid. Ja. Genau. Aber die jungen Bienen haben mehr Kuschelfell als die älteren. Die sind sehr, sehr viel kuscheliger. Also die haben noch richtig, die haben noch, wenn die schlüpfen, haben die quasi noch ihre Lanugo-Behaarung und sind sehr, sehr flauschig. Und es dauert auch ein paar Tage, bis die Flügel hart sind. Also da muss erst noch alles aushärten und sich zurechtfinden. Ach Mann, das ist alles so spannend. Wir könnten 2 Stunden reden, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch eine Frage. Viele Fragen, aber genau, ne? Verbraucherorientierte Frage, kundenorientierte Frage. Ich gehe in den Supermarkt, vielleicht sogar in den Bio-Supermarkt und kaufe einen Bio-Honig. Tue ich damit was Gutes? Ja, wenn er nicht aus Übersee kommt. Also es gibt mittlerweile so gute Bio-Honige hier in Deutschland. Wir müssen nicht mehr den Bio-Honig aus Neuseeland oder aus Lateinamerika kaufen. Natürlich unterstützt man die Lateinamerikaner, wenn man Honig kauft, aber das hinterlässt natürlich auch einen großen ökologischen Fußabdruck, weil das muss erstmal eingefrachtet werden mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Und den ökologischen Fußabdruck
Druck, den kann man sich wirklich gänzlich sparen, weil es eben super gute Honige hier in Deutschland gibt. Wobei ich sagen muss, also wir kaufen unseren Honig immer bei uns in der Straße. Ja. Und der ist ausverkauft schon seit 6 Wochen. Ja. Kriege ich keinen Honig. Dann habe ich einen anderen Imker gefragt, der auch bei uns in der Straße imkert. Der hat auch keinen Honig mehr. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich meinen Honig her. Ja. Jutta ist auch ausverkauft. Ich bin auch ausverkauft. Auch ausverkauft. Ja. Das war das Erste, was ich gefragt habe. Ja, also das ist eigentlich sogar noch viel, viel schöner. Wenn man die Imkerinnen und Imker der Nachbarschaft unterstützt, weil also die meisten von uns, wir sind Hobby-Imkerinnen und Imker. Wir machen das aus Liebe zur Imkerei, weil wir Spaß haben, mit den Bienen zu arbeiten. Oder so wie ich eben teilweise auch wirklich forscherische Ansätze verfolge. Das ist natürlich noch besser, weil ganz ehrlich gestanden, ein Bio-Honig, da gibt es ja, was weiß ich, Bioland oder Demeter oder so. Wenn das größere Imkereien sind, sind es große Imkereien. Und die Bienen, die leben nicht bio. Die leben, ehrlich gesagt, eben auch für die Honigproduktion. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Hm. Ne? Aber wie kommt das, dass jetzt gerade alles ausverkauft ist? Das hatte ich noch nicht. Also hat das einen Grund? Also hatte ich die letzten Jahre nicht. Ja, also ich glaube, gerade problematisch ist, wir haben einen sehr schwierigen Winter hinter uns und hinter uns liegt ein ganz, ganz schwieriges Frühjahr. Das ist also für die Natur, für die Bienen, war das ein gutes Frühjahr. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Regenerationsjahr, weil sich die Natur gerade das zurückholt, was 3 Jahre gefehlt hat, nämlich Wasser. Und es war nasskalt und wirklich, es war nasskalt lange. Und insofern konnten die Insekten keinen Honig für Menschen produzieren, sondern das, was sie gesammelt haben, haben sie wirklich für den Eigenbedarf verbraucht. Also hier bei uns in der Region war es ja sogar so schlimm, dass wir bis vor knapp 3 Wochen noch gefüttert haben, weil wirklich nichts reingekommen ist, gar nichts reingekommen. Hm. Ne? Und also es gibt dieses Jahr keinen Frühtrachthonig, zumindest hier in dieser Region nicht. Also ich kenne keinen, der jetzt wirklich Bestände geerntet hat. Dann gibt es ja auch Wanderimker, die in den Raps wandern. Von all denen, die ich kenne, habe ich gehört, dass die Rapsernte ganz, ganz schlecht war. Mhm. Und jetzt hoffen wir natürlich so ein bisschen, also jetzt hier in der Region ist gerade die Robinie auf. Viele Leute sagen Akazie dazu, ist aber formell gesehen eine Robinie. Die blüht jetzt gerade und jetzt kommt noch die Linde und dann ist die Hauptsaison eigentlich schon wieder vorbei. Ne? Also die Ernte wird hier bei uns in der Region dieses Jahr nicht gut. Mhm. Tja, dann vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Honig essen und ganz bewusst. Hat sich mir so eingeprägt, als wir diesen Podcast zusammen gemacht haben. Übrigens, wen es interessiert, die Jutta erzählt ganz viel in To Be or Not To Be mit Doppel-E. Das ist unser Podcast-Projekt gewesen. Was mich total beeindruckt hat, ein Teelöffel Honig, da steckt ein Bienenleben drin. Mhm. Also eine Sammelbiene braucht ihr ganzes Leben, um einen Teelöffel Honig zu produzieren. Als ich meinen Kindern das gesagt habe, haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, okay, ich nehme dann einfach vielleicht ein bisschen weniger. Mm. Ne? Also dieses Bewusstsein, das muss man sich mal klar was man, genau, ja, ja. Weil das einfach wirklich flüssiges oder eben auch nicht ganz flüssiges, so streichfestes Gold ist, ja, was wir uns da zu Gemüte führen, weil wir einfach das toll finden. Und wenn wir das mehr wertschätzen und einfach ein bisschen weniger nehmen, dann kommen wir auch mit dem, was die Natur uns zur Verfügung stellen kann, aus. Das ist dann einfach mal so. Ja, im Endeffekt ist es mit Honig ja nicht anders wie zum Beispiel mit einem guten Wein oder bestimmten Obst- und Gemüsesorten. Es gibt Jahre, da ist das ganz stark. Da gibt es viel davon. Und dann gibt es Jahre, die Mastjahre, wo es wenig gibt. Und das sollte man versuchen, irgendwie immer noch im Kopf zu behalten. Also wir sind ja einfach so verwöhnt, weil es im Supermarkt das ganze Jahr immer alles gibt. Mhm. Aber in der Natur gibt es nicht immer alles. Ne? Ja. Wir frachten es ein, wir holen es uns her mit Flugzeugen und Transportern. Und das ist, wir leben eigentlich insgesamt ziemlich unnatürlich, wenn man das so nimmt. Ne? Ja. Aber wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dann genießt man mehr. Mhm. Total. Viel, viel, viel gelernt. Super viel. Ja. Und wer vielleicht sich auch noch anderweitig dann weiterbilden möchte oder mit Kindern auch vielleicht das ein oder andere Bienenbuch lesen möchte,
Da haben wir noch einen Tipp, ne? Genau, da haben wir noch einige Tipps. Also Daniela, fang noch mal mit deinem Buch an. Ich fange mit meinem Tipp an. Also das Buch heißt Die Weisheit der Bienen. Nicht zu verwechseln mit der Geschichte der Bienen. Übrigens auch ein tolles Buch von Maja Lunde, aber das ist ein Roman, sehr lehrreich, aber nichts für Kinder. Was ich euch vorstellen möchte und sehr ans Herz legen möchte, heißt Die Weisheit der Bienen, ist geschrieben von Jack Mingo. Jack Mingo ist US-Amerikaner und ist vor vielen, vielen Jahren, ähnlich wie die Jutta, wie die Jungfrau zum Kinde zur Imkerei gekommen und erzählt in kurzen Episoden, wie er sich selbst auch immer mehr in Richtung naturnahes Imkern entwickelt hat und beschreibt halt die Biene oder den Bienen, also den Organismus des Bienenvolks, so als so unfassbar faszinierendes und kennenlernwertes Subjekt, dass man einfach nicht aufhören kann zu lesen. Und ich liebe dieses Buch. Es ist übrigens echt günstig. Also es ist erschienen im Riemann Verlag. Ich glaube, ich habe 5 Euro dafür bezahlt. Und es ist super. Wow, wow. Wirklich. Also ich habe das jetzt hier in der gebundenen Ausgabe. Es gibt es auch als Taschenbuch. Es kostet so um die 5 Euro. Jack Mingo, Die Weisheit der Bienen. Eine echte Empfehlung. Ich finde es super und es kann man auch toll Kindern vorlesen. Also die finden es auch faszinierend. Und Jutta hat noch eine Buchempfehlung. Genau, da gibt es ein wirklich sehr, sehr schönes Kinderbuch von Piotr Socha, heißt er. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Piotr Socha, Socha, kein Mann. Das heißt Bienen. Ich glaube, das heißt einfach nur Bienen. Ist wahnsinnig schön illustriert, sehr reich bebildert und da werden quasi so die Grundzüge des Bienenlebens, des Honigbienenlebens und auch so die Grundsachen in der Imkerei werden dort sehr, sehr schön beschrieben mit immer so einem kleinen Lächeln im Gesicht. Super, danke für die Empfehlung. Wir haben noch 2, 3 andere Tipps, die schreiben wir euch einfach unter den Podcast. Genau. Und die könnt ihr dann nachlesen. Jutta, vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier da sein durften, dass wir uns diesen wunderschönen Ort anschauen durften. Und ich freue mich, dass ihr da wart und dass ich mit euch sprechen durfte. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja. Danke dir und vor allen Dingen danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz, was unsere Bienen angeht. Total. Toll, dass es so Menschen wie dich gibt. Da gibt es ganz, ganz viele draußen. Und noch ein kleiner Hinweis. Wir haben noch ein paar kleine Videos von Juttas Bienenweide hier oben auf der Hofe. Könnt ihr euch auf der Homepage angucken. Genau. Also dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.